Die spanischen Fans warten vor diesem Stuttgarter Hotel auf ihre Mannschaft und feiern den ersten kleinen Sieg. Bislang wohnte hier immer die deutsche Mannschaft, doch diesmal durfte Spanien zuerst aussuchen und hat den Deutschen glatt das Stammhotel weggeschnappt. Und auch für morgen sind sie siegessicher. Mir ist das Ergebnis egal, Hauptsache muss Spanien ein Tor mehr haben mit der deutschen Mannschaft. Mein Tipp 1-0. Wir werden auch gewinnen. 2-1. Sag ich jetzt schon. Boah, das kommt in die Kiste, aber ich tippe 2-1 nach Verlängerung für Spanien. Und dann, nach gar nicht mal so langem Warten, kommen endlich ihre Helden. Diese Spieler sollen es richten für Spanien. Denn der einzig wichtige Sieg in diesem Duell ist der morgen. Auf dem Platz. Die Nachwuchsfrauen des MTV Stuttgart treten beim Training heute noch mal selbst gegen den Ball. Morgen sind sie dann aber vor allem Fans mit klarem Favoriten. 2-1 für Deutschland und Musiala und für Krug werden die Tore schießen. Ich sag 1-1, reguläre Spielzeit und dann 2-1 in der Verlängerung. Also es ist schon ein harter Gegner und jeder sieht, wie sie spielen. Und die machen ja auch ein super Spiel und haben einen tollen Kader, aber ich glaube, wir werden es gewinnen. Volle Zustimmung auch in der Stuttgarter Innenstadt. Die freiwilligen Helfer feiern am Tag vor dem Spiel sich und die EM. Und die Fans sind voller Vorfreude. Also könnte das Finale sein, Deutschland-Spanien, was will man mehr? Und wie geht's aus? Geiles Wetter natürlich, 2-1 für Deutschland. Wissen Sie denn, wann Deutschland das letzte Mal ein Pflichtspiel gewonnen hat gegen Spanien? Oh, gute Frage, nächste Frage. Tatsächlich, hier in der Ausstellung zur EM-Historie im Stuttgarter Stadtpalais muss man den letzten Sieg gegen Spanien bei einer EM lange suchen. So viel sei verraten, Sie hier waren damals noch nicht auf der Welt. Wann war es denn jetzt? Nee, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon relativ lang her. 1988, glaube ich. Schon eine Weile in der Europameisterschaft. Schon eine Weile her, oder? Ist schon eine Weile her, ja. Das ist krass. Wie alt warst du da? Da war ich noch nicht geboren. Und auch wenn von den MTV-Spielerinnen noch keine geboren war, zeigen sie uns trotzdem den entscheidenden Spielzug von damals. Na, wenn das kein Ansporn ist für morgen. Die Fans in Stuttgart sind auf jeden Fall bereit. Ja, und die deutschen Spieler sicherlich auch. Wie und mit welchem Plan die Mannschaft von Julian Nagelsmann morgen aufläuft, das wissen wir noch nicht. Allerdings treffen da im Viertelfinale Deutschland gegen Spanien ja auch keine Unbekannten aufeinander. Denn immerhin drei deutsche Spieler aus der bisherigen Startelf sind in der spanischen Liga aktiv, in Madrid und Barcelona. Über die Vorbereitung Bernd Schmelzer. Julian Nagelsmann wirkt gelassen und fokussiert zugleich. Vor dem zweiten K.O.-Spiel hat er großes Vertrauen in seine Mannschaft, aber auch in die Atmosphäre in Stuttgart. Gemeinsam ist man immer ein bisschen stärker und es ist eine Heim-EM, sprich den Vorteil sollten wir nutzen und weiterhin gemeinsam versuchen, erfolgreiche Spiele zu haben und zu feiern. In der Innenverteidigung wird Tah nach Gelbsperre an die Seite von Rüdiger zurückkehren. Ob Sané in der Startelf bleibt oder seinen Platz wieder für Wirtz räumen muss, ist völlig offen. Insgesamt herrscht sehr gute Stimmung, die im Idealfall in positive Energie umgewandelt werden kann, bei aller Brisanz dieses Duells. Ja gut, ist ein Viertelfinale in der EM, also wenn das keine Brisanz hat, dann gut Nacht um 6:30. Was haben wir denn jetzt? Früher noch, glaube ich, aber es hat schon sehr viel Brisanz, klar. Natürlich auch, weil die Spanier so spielerisch leicht durchs Turnier flogen. 4 Partien, alle 4 gewonnen. Seit 36 Jahren gegen Deutschland kein Pflichtspiel mehr verloren. Die gefürchtetste Flügelzange der EM mit Williams und Jamal. Spanien kennt kein Erbarmen. Deutschland zählt natürlich zu den Titelfavoriten. Wir hoffen aber, Toni Kroos morgen in Rente schicken zu können. Der Weltmeister von 2014 wird nämlich nach dem Turnier seine Karriere beenden. 10 Jahre spielte Kroos in Spanien bei Real Madrid, gewann unter anderem 5-mal die Champions League mit den Königlichen. Den abrupten Kroos-Ruhestand soll gerade Robert Andrich verhindern, der Kroos im Mittelfeld den Rücken frei hält und heute bereits mit einem besonderen Look einen Akzent setzte. Aber da gibt es Frisuren, die verpflichten ein bisschen mehr wie andere zu einer Top-Leistung. Ob jetzt Robert seiner dabei ist, das müsst ihr selber bewerten. Für genügend Spannung und Anspannung scheint also gesorgt zu sein.
Also Deutschland, Spanien morgen um 18 Uhr hier im Ersten. Die Türkei muss in ihrem EM-Viertelfinalspiel einen Tag später dann offenbar ohne ihren Doppeltorschützen aus dem Achtelfinale, ohne Demiral, auskommen. Nach Informationen der Bild-Zeitung sperrt ihn die UEFA wegen des umstrittenen Wolfsgrußes vorgestern im Spiel gegen Österreich.